Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der S2 Richtung Petershausen. Wir fahren spontan nach Dachau und gehen aufs Volksfest. Wir wissen selber nicht, was passiert. Weißt du, was passiert? Es wird räudig. Keine Ahnung, wir gehen aber aufs Volksfest. Viel Spaß im Video. Auf jeden Fall Volksfest. Jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen. Wir fahren nach Dachau auf dieses Fest. Je mehr du mit mir abhängst, hast du mehr Sprachfehler bekommen. Auf jeden Fall, Leute, wir sind da. Dachau Bahnhof. 5 Minuten Walk oder so. Und dann sind wir auch schon beim Volksfest. Ungelogen, ich war das letzte Mal Schulausflug in Dachau. Das ist locker 8-9 Jahre her. Wo Dachau eigentlich schon eine kleine, coole Stadt ist, so an sich. Auch ein Homie von mir wohnt hier. Ja, nee, ich rede so ein Scheiß, Digga. Natürlich war ich hier. Ich habe doch den schon 3-4 Mal in den letzten 2 Jahren hier abgeholt. Sarai Imbiss, das haben ja auch schon ein paar Leute mal in die Kommentare geschrieben gehabt. Ich habe dort schon ein paar Mal gegessen. Ja, das haben bei mir auch Leute kommentiert gehabt. Ist gut? Also das Fleisch ist halt nicht selbst gemacht, aber sonst, er pusht es schon ein bisschen mit den Soßen, Digga. Die Soßen sind schon geil. Kurze Frage. Sorry. Warte. Ist das Volksfest noch? Das ist noch gar nicht. Immer so ab dem 10. August sowas erst. Das kommt erst. Also die haben jetzt schon alles aufgebaut, sie testen auch schon, aber das geht noch nicht los. Ich glaube, den Freitag ist der erste Tag und am Samstag dann der richtige. Okay, cool. Danke. Wir hätten uns eigentlich vorher informieren sollen. Kleiner Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Ich schwöre, wir gehen jetzt in München irgendwo was trinken und du wirst bezahlen. Okay, ich zahle. Aber jetzt gehen wir schön Wein sitzen. Ja, herzlich willkommen in einem Video, wo wir doch nicht nach Dachau fahren, aufs Volksfest. Schrei nicht, damit wir uns nicht blamieren, Digga. Ja, am Ende haben wir trotzdem ein bisschen beide reingeschissen. Ich hätte ja auch mal im Internet schauen können. Egal. Heute ist auf jeden Fall nicht der 13. August, sondern wir haben heute den 9. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, Freunde, ich habe jetzt gerade mal Döner hier rausgesucht. Der einzige Dönerladen, der offen hat. Jasmin Imbiss, 4,5 Sterne und 323 Bewertungen. Ich würde mal sagen, da Emre ja heute so eine exzellente Leistung gebracht hat und wir gerade einen Sprint hingelegt haben, gehen wir jetzt Döner essen. Viel Spaß. Der Arme hat vom Laufen Hunger bekommen. Jasmin Imbiss, Freunde. Spontan wurde daraus ein Döner-Video. Und was auch noch ziemlich cool ist, spontan habe ich gerade gesehen, das ist auch der bestbewertetste Döner auf Google in Dachau. Und jetzt schauen wir einfach mal, was der Laden kann, ob ich da filmen darf, dies, das. Ihr wisst ja, am Laden ist immer ein bisschen... Wir haben Glück gehabt, es ist noch was dran am Schluss. Echt? Täglich frisches und abwechslungsreiches Essen. Tanz für mich. Tanz. Das sind die Dollarbills. Dollarbills. Auf jeden Fall ein kleiner süßer Laden. Ich glaube, seine Frau arbeitet drin. Er ist selber der Usta am Fleisch und am Döner machen. Das könnte cool werden. Ich sehe auch schon so 3-4 verschiedene Soßen. Scharf, dies, das. Wird gut. Die scharfe Soße könnte ich schon zerstören. Ich schwör's euch, hier drin ist eine Hitze. Drehspieß. Nicht Fladenbrot. Dönerspieß, sondern Drehspieß. Stark. Heißt ja auf Deutsch wirklich. Also Dönerspieß heißt ja Drehspieß. Ja. Wir kriegen einen Döner. Einen Döner. Willst du noch was trinken? Ich trinke nur Wasser. Wasser? Ich will irgendwas Geiles. Oh mein Gott. Toastlöscher. Nee, aber so einfach auf die Hand. Haben Sie gesagt, wie lange ist? Bei mir 10 Minuten bleiben. Ja, nehmen wir mit alle. Das ist es. Hast du gesehen, was damit? Auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen, wir dürfen leider mal wieder nicht in einem Dönerladen filmen. Ist wie es ist, kann man nicht ändern. Deswegen fällt es mir auch manchmal ein bisschen schwer, so Folgen zu drehen wie Döner vom Land und sowas. Aber das ist jetzt eh ganz spontan einfach Döner essen. Warum? Das will ich nur wissen. Schreibt bitte alle unten in die Kommentare Cancel Emre. Hashtag Cancel Emre. Freundschaft kündigen, aber schriftlich. Ausladung aus der Freundschaft, Bruder. Wegen dir sitzen wir hier und ich darf nicht mal im Laden filmen. Hiermit kündige ich unsere Freundschaft. Heute ist mündliche Kündigung.
Was ich aber sagen muss, ist ein Wasser, ein Durstlöscher und ein Döner, 8 Euro. Das ist ziemlich günstig. Ich bin jetzt aber gespannt, wie gut dieser Döner ist. Wenn der wirklich der beste ist aus Dachau, vielleicht kann er was. Müssen wir jetzt mal schauen. Mit Mais und so, gell? Alle, alles drin. Sehr lecker. Bitte. Danke, Bruder. Ciao, ciao. Schönen Tag noch. Tschüss. Der Döner ist auf jeden Fall, er hat so knuspriges Brot, muss ich ehrlich sagen. Es ist auf jeden Fall kein selbstgemachtes Brot, das habe ich gesehen. Wir biten jetzt rein, hört sich diesen Crunch jetzt an. Ich finde auch, der Döner ist schön flach, also man kann geil reinbeißen. Preis-Leistung on point, ist halt einfach ein Standarddöner. Kuss geht raus an euch, fahrt vorsichtig. Wenn wir hier reinschauen, zeig einmal kurz her. Der Döner ist schon gut angetoastet, so das Brot, muss ich ehrlich sagen, ist schon das Beste an dem Döner. So, die Soßen sind auch cool, Joghurt und scharf, beides gemischt, feier ich. Ja. Was ich sagen kann ist, ich habe safe in München schon schlechteren Döner gegessen als den hier. Auch in anderen Städten. Ist wirklich kein schlechter Döner vom Land, muss ich ehrlich sagen. Jetzt probierst du, Emre. So, ich glaube, ich ist der erste Döner-Test im Gehen, Bruder. Ja, Mann, ich glaube, ich beiß hier rein, wo ein bisschen die Soße rauskommt. Schwer, das Brot ist geil, oder? Hast du echt auf dein T-Shirt gekleckert? So ein kleines Kind manchmal, Alter. Egal, die Leute lieben mich so, wie ich bin. Ich will noch einmal beißen. Wenn Emre, gell, in seiner Größe und ich in meiner Größe sich so nach vorne beugt und abbeißt, ihr müsst mal überlegen, wie weit runter ich muss. Boah, ist halt ein Standarddöner. Ich find's ehrlich nicht schlecht. Ja. Also knackiges Gemüse, Brot ist schön knusprig. Ja. Man bekommt auch ein bisschen Fleischgeschmack. Ja. Ist eigentlich ganz okay. Man kann es essen. Ich schwör's euch, das ist meine Meinung auch. Der Döner ist echt nicht schlecht. So, der wollte mich jetzt nicht drin filmen lassen. Es war mir jetzt auch egal, alle Leute. Ganz YouTube. Okay, und ich bin wahrscheinlich mit einer der letzten, die angefangen haben mit Döner-Testen und sowas. Ihr wisst, wie Döner gemacht wird. So, es gab 3-4 verschiedene Soßen. Der hat, was untypisch war, er hat Mais reingemacht. So, seine scharfe Soße war so eine richtig dunkle, rote, intensiv aussehende scharfe Soße. Die fand ich ziemlich nice und ich finde, man schmeckt die auch ein bisschen raus, die ist cool. Und das Brot ist Hammer und das ist kein selbstgemachtes Brot. Und das ist auch wichtig, weil sehr oft wollen die Leute immer nur selbstgemachtes und so, aber manchmal ist es selbst, wenn du selbstgemachtes Brot machst, dann mach's gut. Oder kauf dir Brot und toast es. Das ist ein kleiner Laden, er hat halt nicht die Möglichkeiten dafür, einiges frisch, also er kann halt kein frisches Brot machen. Aber dafür ist der Döner schon echt, also man kann's essen, ich esse sogar noch weiter. Ja. Also Real Talk, für jeden, der aus Dachau kommt, ich würde jedem sagen, du kannst da locker einen Döner essen gehen. Ihr könnt mir gerne, für alle Leute, die aus Dachau sind, schreibt mir mal unten in die Kommentare, so ob ihr den feiert. Jetzt fahren wir auf jeden Fall nach München. Da vorne links ist der Bahnhof. Da wo Bus ist. Die Fleischstücke sind auch dick. Ja. Das feiere ich aber gar nicht. Wenn du solche Fleischstücke drin hast, ist nicht geil. Aber das Brot ist absolut der Hammer. Das Problem ist, der Bruder hat den Döner komplett aufgeschnitten. Jetzt Brot kommt, schau. Ja. Das ist halt wirklich. Aber falls du das Video siehst, schneid nicht komplett auf, mach Hälfte nur. Bau eine Tasche. Aber er hat die Soße ins Brot reingestrichen. Du kannst in München Döner essen gehen, die machen dir immer noch aufs Fleisch oben drauf, da hast du ein ganzes Gesicht voller Soße. Okay. Wir sehen uns in der S-Bahn. Müssen wir die in 9 Minuten nehmen? Ja, jetzt fahren wir nach München. Ja, jetzt zeige ich euch ein bisschen München. Jetzt seid ihr noch dabei, irgendwann ist das Video aus. Wir spielen jetzt Bottle Flip Watsche. Wenn ich flippe und es steht, eine Watsche von mir. Wenn du schaffst, kriege ich eine Watsche. Alter, mit. Oh. Oh. Der war gar nichts. Oh. Boah, okay, die war stark, Alter. Boah, 2-1 für dich. Spiel ich nie wieder ein Spiel.
Okay, oh, wir spielen ein Spiel, du musst hier durchwerfen. Ja, wow. Wow. Okay. Was? Okay, Mama, Ryan plays. Ich glaube, jeder Mensch in München hat hier vor diesem Spiegel schon ein Foto gemacht. Wir schauen gerade TikToks und dann kommt zufällig der beste TikToker der Welt. Da könnt ihr mich auch sehr gerne abonnieren. Das ist ja dann. Da oder da? Ganz ehrlich, ich liebe Fußball auch, aber Leute, beherrscht euch ein bisschen. Benehmt euch, ja? Welche Mannschaft bist du? Das sage ich jetzt hier nicht, weil sonst Schlägerei mit dem. Ich habe noch nie einen Menschen dort parken gesehen, Digga. Wie erklärst du das? Hast du reparieren lassen, Video? Dass heute kein Dachauer Volksfest ist? Er ist schuld. Wir haben aber ein anderes Video draus gemacht. Wir waren Döner essen in Dachau. Ja, also. Wir drehen gerade Werbespot für den neue Quad von BMW. Ah. Ist neu rausgekommen. Auf jeden Fall, wir trinken eine Flasche Rosé-Wein. Danke fürs Einschalten, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Peace. So, Freunde, und wie immer, nach dem Outro kommt noch eine spezielle Szene. Und eigentlich wollte ich heute mal darauf eingehen, dass es immer mal wieder so Kommentare gibt, so, das passt nicht oder nein, Randy, das geht gar nicht oder du bist abgehoben oder keine Ahnung. Aber diese Zeit nutze ich diesmal anders und konzentriere mich auf die guten Sachen. Ich sage einfach mal Danke an jeden einzelnen von euch da draußen, der diese Videos liked, kommentiert oder sie einfach auch nur anschaut. Danke, danke, danke. Wir sind fast 20.000 Menschen. Keine Ahnung, das ging jetzt alles so schnell, wir sind so gut gewachsen und ich werde mir weiterhin zu 110% Mühe geben, um für euch in erster Linie gute Unterhaltung zu liefern und dann natürlich auch einfach coole und ich sag mal kreative Videos rauszuhauen. Dickster Kuss geht an euch alle da draußen raus. Danke.